hier gibt's natürlich auch noch was. Was ist das für ein Boot hier? Ein Himmelsaltar wurde zur Karte hinzugefügt. Dieses hier. Weißt du, in Jötunheim hätte ich Angerboda beinahe gefragt, was genau sie mit dem Jungen vorhatte. Mhm. Doch ihr Anblick ließ all meine Zweifel dahinschmelzen. Mit dieser Frage müssen sich alle Eltern irgendwann herumschlagen. Ich habe ihr mein Leben anvertraut. Ich vertraue ihr auch bei meinem Sohn. Dagegen lässt sich nichts sagen. Absolut nicht. Absolut nicht. So, hier haben wir also eins von diesen... Ja. Überresten. Wo sind die denn? Kann ich die Kiste einfach öffnen? Bestimmt nicht, oder? Oder jetzt kommen die Monster. Ja, natürlich. Welche Überraschung. Schön vorsichtig. Das ist Bifall. Mist, roter Angriff. The fuck? Du spinnst wohl. Leute, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Okay, das wird knapp. Stirb! Bin ich dich los? Hält aber auch was aus. Was passiert hier? Ich kann nicht abwehren. Ich brauche ein bisschen was hiervon. Und davon. Halt sich selbst! Der heilt sich selbst! Ist aber mal gut, Mann. Was haben die für ein Damage? Eine wirklich undankbare Arbeit. Jemand muss sie tun. Ich bin sicher, dass die Leute, die wir schützen, uns danken. Oder zumindest euch beiden. Das hoffe ich doch sehr. Sie sehen und losschreien. 8 von 10. Wir kommen der Sache näher. Wir haben ja hier auch noch eins von diesen Dingern. Aber erstmal gehe ich zurück ins Lager. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das müsste der richtige Weg sein, ja. Und dann schauen wir doch mal, was hier Neues gibt. Freunde. Nichts. Offensichtlich nichts. Und was die Sicherheit angeht. Eine gleich große Anzahl an Bahnen und Angels. Kratos, Freya, willkommen zurück. Hallo. Mimir. Hallo, Sif. Freya. Es bedeutet viel, dich hier persönlich zu sehen. Die erste Ase, die in Frieden zu uns kommt. Wirklich, Majestät. Die Fähigkeit der Vahnen zur Vergebung bedeutet viel mehr. Wir wissen, dass Asgard mehr war als Odin und die Einherjar. Wenn sie beim Wiederaufbau helfen, sind sie willkommen. Asen und Vahnen leben gemeinsam. Ich hielt es für unmöglich. Ja. Der Mangel an Möglichkeiten der Asen war sicher eine große Hilfe dabei. Ach, Mimir. Es war wirklich ein Vergnügen, die letzten 100 Winter nicht ein Gerede ertragen zu müssen. Oh mein Gott. Ich bitte um Verzeihung. 100 Winter mit Mimirs Geschnatter am Hof? Das Exil wäre mir lieber. In der Tat, was ich erzählen könnte. Wirklich? Raus damit. Mimir. Also, alles scheint soweit in Ordnung zu sein. Diplomatie sei Dank. Überlassen wir sie doch der Planung, ja? Mhm. Alles klar. Tschüss. Zurück zur Sache. Hi. Wo bauen wir die Bauernhöfe und Getreide? Bauernhöfe und Getreide. So etwas machen wir. Ach, guck mal, das ist. Kratos. Hallo. Na? Danke. Wie geht es dir? Tut mir leid, dass ich alles verpasst habe. Ich hätte gern Asgards Untergang gesehen. Unsinn.
Es ging dir nicht gut. Außerdem hast du genug für die Sache getan. Du hast deine Ruhe verdient. Ja. Vielleicht ist die Zeit für diesen Krieger gekommen, sein Schwert niederzulegen und sich an einem ruhigen Ort niederzulassen. Und deine Freunde zurücklassen? Ihre Kameradschaft wird mir fehlen, ja. Aber hier wird bald vieles wieder aufgebaut. Das ist nicht die Ruhe, die ich suche. Wo du es sagst. Ich kenne jemanden, der an einem ruhigen Ort lebt und deine Hilfe und Kameradschaft brauchen könnte. Wir sollten reden. Das wäre schön. Was? Wer? Über wen redest du da? Mörder suchten dich. Sie sind jetzt tot. Ich grüße dich auch, Kratos. Zur Erklärung. Die Springer, deine früheren Brüder, haben dich zum Ketzer ernannt. Sie wollten dich finden, aber fanden Kratos zuerst. Danke. Und Verzeihung. Alles gut. Meine Entscheidung hätte nicht zu Gewalt führen dürfen. Als ich gelernt habe, dass der Pfad der Springer nur eine Lüge von Odin war, hoffte ich, dass meine Brüder aufhören würden. Offensichtlich vergebens. Trotzdem, du bist jetzt sicher. Sicherer, zumindest. Das bin ich. Und nochmals, danke. Na klar. Ja, ich erinnere mich, wir haben ja so ein paar Schriften gefunden. Und wir sind... kann man da jetzt durch? Hier war doch immer alles zu. Ich guck mal gerade, was das ist. Wir haben diese ganzen Schriften gefunden, wo drin stand hier von wegen, das ist nicht der Weg. Okay, wo sind wir hier? Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht mal wirklich ein Secret hier, oder? Ich glaube, wir müssen hier gar nicht so großartig finden. Also hier geht's in diese Richtung. Oh. Eine Fragezeichen. Das sehe ich ja jetzt erst. Hier ist noch so einer. Wir machen erstmal die hier. Die Überreste von Asgard. Am östlichen Barriwald. Dann haben wir das nämlich. Dafür muss ich aber zurück, ne? Ja. Yeah. Dafür muss ich zurück. Machen wir. Ein kleiner Weg, so ein paar Meter, paar Schritte müssen wir noch laufen. Sag mal, ist das... Das Tier! Du hast sie befreit. Oh. Ich habe nichts getan. Nein, ich war untätig. Habe Striche in eine Zellenwand gekratzt, während die Welt unterging. Du bist zu deinem Volk zurückgekehrt. Hast ihren Hass ertragen. Und ihnen in der Not geholfen. Was macht er da? Haben überlebt. Sie hielten durch. Es gibt einen Grund dafür, dass sich das Blatt gewendet hat, als die Göttin Freya zurückgekehrt ist. Deine Liebe für diesen Ort. Ich kann sie fühlen. Sie im Wind spüren. Jeder kann das. Diese Liebe macht dich stark. Macht dein Volk stark. Deshalb haben wir gewonnen. Ich... Danke dir. Interessant, er ist also auch hier. Alle treffen sich hier. Das ist der ehemalige Krieg des Gottes hier, ne? Stell dir mal vor, Kratos würde hier so eine Yoga-Übung machen. So. Okay. Wir lassen ihn mal sein Yoga machen. Ey, wo müssen wir jetzt lang? Hier, ne? Ja, komme ich da durch? Ja. Sehr gut. Ich hätte echt gerne gesehen, wie Tyr kämpft. Hätte ich echt gerne. Wir werden es wahrscheinlich nie sehen. Schade. Sehr, sehr schade. Aber egal. Ich glaube, zwei Kriegsgötter an einem Ort. Ja, ist nicht so. Das ist nicht so gut. Und dafür haben wir umso mehr Power. Okay. Wo ist denn jetzt hier dieses Ding? Die Überreste. What the fuck, Mann? Diese scheiß Pflanzen, die habe ich ganz vergessen. Und wir sind tot. Wir werden sowas von sterben auf dem Weg. Nein, nein, nein. Oh. Also so kann ich nicht in den, so kann ich nicht in den Kampf ziehen. Ich sollte mich eigentlich vorher umbringen lassen.
Das ist so schlecht, ey. Freya, kannst du mich vielleicht heilen? Geht das? Geht nicht, ne? So. Da drüben scheint noch ein Stück Asgards zu sein. Bereit. Na klar doch. So, was ich machen wollte. Amulett. Ne, nicht Amulett, sondern Reliquie. Hol die Projekt Nummer 9. Ganz nett. Aber ich würde gerne die Schutzaure. Das hier würde ich gerne versuchen. Ich habe das Gefühl, das ist was Gutes. Verzerren Sie Raum und Zeit. Hört sich auch gut an. Schaffen Sie eine Schockwelle, die Gegner in der Umgebung eine hohe Betäubung zufügt. Ich mach mal den hier erst. F von Hufut. Wir haben ja genug EP. Wir können das eh nicht gebrauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir Raum und Zeit damit zerstören können. Wahrscheinlich nicht so gut, aber ich will sehen, was für einen Effekt das macht. Wahrscheinlich sieht das sehr cool aus. Und es verlangsamt höchstwahrscheinlich die Zeit. Oder? So, aber zuerst solltet ihr mich umbringen, Freunde. Wow. Alter, das sah ja richtig cool aus. Trotzdem bin ich gleich tot. Das ändert nichts daran, dass ich gleich tot bin. Er ruft Verstärkung! Ja, klar tut er das. Ich wollte gerade den grünen Kristall nehmen, aber ich glaube, da kam da ein Drache oder so ein kleinerer Vogel? Also ein größerer Vogel und ein kleinerer Drache, so rum. Der Effekt war echt cool. Das benutze ich gleich wieder. Aber wenn härtere Gegner kommen. Er ruft Verstärkung. Nein, nein, tut er nicht. Jetzt reicht's aber. Bifus, hinter dir. Hinter mir. Thanks. Adieu. Alter. Vor allem, wie lange dieser Effekt anhält. Das könnte echt hilfreich sein, kämpfen gegen Berserker. Der ist ja mega, der Effekt. Eine liebliche Umarmung. Sag mal. Schön vorsichtig. Das war's. Ich bemitleide die Bewohner Asgards und die Flüchtlinge aus Midgard noch mehr. Zu erfahren, dass sie dem Gott, dem sie sich verschrieben haben, egal sind. Ja. Es ist ein furchtbarer Fall. Ja. Sie werden nicht nur ihre Häuser wieder neu aufbauen müssen. 9 von 10, Freunde. 9 von 10. Wir haben wieder einiges an EP bekommen. Okay. Wir kommen sehr gut voran. Warnerheim 96% schon erledigt. Wo war nochmal das nächste? Das war doch hier unten auf jeden Fall das Fragezeichen. Das brauchen wir. Oh, das brauchen wir. Und, ja klar, der Berserker. Ansonsten ist aber, glaube ich, alles gefunden, oder? Ich meine, Raben gibt es keine mehr. Hier haben wir unentdeckt, das ist das Fragezeichen. Und hier der Berserker-Grabstein. Ich tendiere erstmal zu dem Fragezeichen. Ich glaube, da möchte ich als erstes hin. Gleich sind wir da. Nicht mal mehr 100 Meter. Und, oh, hey, Moment, was ist das da? Was ist das da? Da waren wir noch gar nicht, oder? Was ist das für eine Kiste? Mhm, schön, die nehme ich mit. Sowas von. Okay, ist nur geschmiedetes Eisen, bisschen Steinholz. Aber sonst... Steinholz. Ist das eigentlich Stein aus Holz oder ist das Holz aus Stein? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Wo kamen diese Geräusche her? Und noch ein weiteres Werk von Garn. Was? Von wem? Von Garn? Ach, hier, so ein Riss.
okay, okay. Ja. Das ist also das Fragezeichen. Na, dann mach mal. Walte deines Amtes, Lady. Ist das das Letzte? Kollege, beruhig dich. Okay, cool. Alles klar? Alter, ich kann nichts machen. Ich bin super langsam. Hinter dir, Vorsicht! Ja, ja. Vorsicht, links! Alter, der macht immer noch Damage auf uns. Den lässt das vollkommen kalt. War's das? War's das mit dir? Herr mit deinem Schwert? Es ist nicht vorbei. Nein, ist es nicht. Deswegen gehe ich ja auf die drauf. Hinter dir! Immer noch. Spinn's wohl. Waren das alle? Nein, das waren noch nicht alle. Ganz ruhig, Kollege. Von rechts. Ja, ja. Von vorne aber auch. Alter, wie viele? Das war sämtliches Chaos durch Garn wurde behoben. Gut. Klasse. Das freut mich. Ja. Was sagt man dazu? Es würde Atreus freuen, dass wir einige Dinge zu Ende geführt haben. Vielleicht sollten wir Reichsvölker informieren. Vielleicht. Wen? Wen informieren? Was? Reichsvölker? Wer war das nochmal? Ich guck mal gerade in die Ziele. Einmal noch die Trümmer. In Muspelheim nämlich. Da müssen wir eh noch hin. Was war das jetzt? Bedrohung aus Hehl, ist es das? Hehlrisse? Ich weiß jetzt nicht, wen er meinte. Frostflamme. Oh, damit können wir die... Nice! Damit können wir die Axt verbessern. Geil! Das machen wir. Das will ich machen. Okay, das Einzige, was wir hier noch machen müssen... 97% haben wir. Das heißt, wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. Das heißt, ich möchte gerne durch dieses mystische Tor dorthin kommen. Flussdelta. Ist es richtig? Ja, ne? Flussdelta... Okay. Wir nehmen dieses Tor natürlich dafür, weil ich habe jetzt keinen Bock, da 100 Kilometer zu laufen. Da gibt es halt auch nicht wirklich viel Neues zu sehen, ne? Hier und da mal ist ein Gegner, irgendwo so ein Wolf, sonst irgendwas. Also nicht wirklich wichtig. Ja, Flussdelta, da möchte ich hin. Und dann schauen wir uns an, ob wir diesen Berserker hinbekommen. Vorher sollte ich aber zu einem zur Werkstatt von Lunda. Ich hör's schon. Ja, perfekt. Soll ich deine Axt? Oh. Ja, aber ich gucke erstmal, was ich hier liegen gelassen habe. Was habe ich denn hier verpasst? Was habe ich verpasst? Es wäre schlimm, wenn wir das vergessen hätten. Bestienfetzen, 19 Stück, ja, das ist schlimm. Okay. Was soll's sein? Oh, meine Liebe, du hast ja keine Ahnung. Her damit. Die spaltet sehr gut Holz und noch besser Knochen. Ja, genau deswegen will ich die ja haben. So, eine Frostflamme noch und dann haben wir die Möglichkeit, es maximal zu verbessern. Alter, es ist ein Traum. Unsere Stärke ist natürlich dadurch erhöht worden. Hier kann ich nichts verbessern. Frostflamme, woher kriege ich die? Wahrscheinlich in Muspelheim, ne? Ja, perfekt. Wahrscheinlich, wenn ich in Muspelheim war, ne? Gib's zu. Okay.
Wir müssen zu dem Berserker. Und fahren wieder mal hier lang. Ich glaube, ich bin mit Freya noch nie hier lang gefahren, oder? Ich glaube nicht. Wäre schön, wenn sie irgendwas dazu sagen würde. Ich meine, das ist ja ihr Land. Aber wir schweigen uns gegenseitig an. Auch das kann schön sein. Das ist vollkommen okay. Hallo, liebes Gnu. Wo muss ich hin? Hier lang? Oh, ich muss hier anlegen. Oh, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Der Grabstein zieht das Heft an. Ja, 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 ja. Wer seid ihr denn? Oh, der explodiert. Das habe ich vergessen. Shit. Stirb! Elende Kreatur! So, sehr gut. Das hätten wir. Ich glaube, wir haben hier schon mal gekämpft und haben kläglich versagt. Wir versuchen es nochmal. Oh mein Gott! Natürlich wird er das. Kann ich dich auf ihn schmeißen? Geht das? Was hast du denn da geschmissen jetzt? Absolut nicht, was ich wollte, Mann. Ich geh mal trotzdem auf ihn los. Weil wir übelsten Damage machen damit. Wir sind ein bisschen sauer, wie es aussieht. Okay. Wer ist? Sag mal. Mit unserer Axt machen wir jetzt ein bisschen mehr Damage als mit den Klingen. Von daher macht das vielleicht Sinn. Oder den hier. Oh ja. Wow, das ist ja super gut. Das müssen wir immer benutzen. Bei jedem Berserker. Alter, der war schon tot. Zeig, was du kannst. Der war schon tot. Nur wegen dir. Das wär's ja jetzt. Klasse. Dieser König. Er ist kein König. Hwitzker der Kühne. Laut Mimir war Hwitzker zu seinen Lebzeiten ein mächtiger Totenbeschwörer, der die natürliche Ordnung störte und die Toten nach seinem Willen beschwor. Nach seinem Tod scheint sich diese Fähigkeit umgekehrt zu haben, sodass er nun lebendige Kreaturen als seine Lakaien beschwören kann. Nur von Seder verdorbene Wesen scheinen empfänglich dafür zu sein. Aber trotzdem war es gefährlich. Gut, dass wir diesen Berserker los sind. Absolut. Wir haben 97%. Moment. Was habe ich denn verpasst? Was habe ich verpasst? Oh, Moment. Was ist denn hier oben noch? Oh. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, natürlich. Das müssen wir natürlich auch machen. Ich glaube, da sollten wir gleich mal hin. Nur so, weil er den König getötet hat. Mhm. Du kanntest ihn. All dies. Ein guter Mann. Mit Vertrauen. Er vertraute dem Thronräuber. Diesem Rolf. Moment, was ist das hier? Knäufe der neuen Welten? Okay. Grundkraft, Vitalität, Glück geht nach oben. Aber leider alles andere nach unten. Und zwar das Wichtige für mich. Mist. Schade. Hätte ja sein können. So. All dies traute mir. Und blöd wie ich bin, traute ich Rolf. Du suchst also Rache. Ein gefährlicher Pfad. Musst du gerade sagen. Ja. Ich bin Experte, was das angeht. Ja. Du solltest mich anhören. Das solltest du.
So. Auch das war ein wundervoller Sieg gegen einen krassen Gegner. Achso, ja, ich weiß ja, wo wir hinwollen. Also, ich würde sagen, wir gehen wieder in die nördlichen Regionen hier. Also hell. Aber wir sind da. So. Ja. Wir möchten hier hin. Das dürfte nicht so weit entfernt sein. Aha. Mit dem Bötchen kommen wir da hin. Ich weiß, wir waren da schon mal. Und ich habe mir die Zähne ausgebissen an dem Kollegen. Die hasserfüllte, die letzte. Das letzte wohl eher. Ich hoffe, wir bekommen das jetzt ein bisschen besser hin. Ich denke schon, wir sind stärker. Wir haben unsere Waffen verbessert. Vor allem unsere Axt, die ist jetzt katastrophal gut. Na, dann wollen wir mal. Komm her. Das muss das letzte Loch gewesen sein. Du brennst, Kratos. Na klar. Es geht vorbei. Okay, Nervensäge. Stirb! Das wollte ich nicht. Egal, wir gehen auf ihn los. Wenn wir den Modus schon anhaben. Nein. Ja, genau den wollte ich. So, und jetzt haue ich damit noch drauf. Das müsste eigentlich schon reichen, oder? Theoretisch. Alter, wie wir den zerstören. Autsch. Alter, kein Problem. Kein Fächer mehr, keine Härter. Ein Grund zur Sorge weniger. Du sorgst dich. Oh, nicht wenn du dabei bist, muskelbepackter Krieger. Härter, die Hasserfüllte. Was? Hallo? Was? Mein Buch steht nichts mehr drin. Hertha, wo ist sie? Hertha, Hertha, Hertha. Wir haben schon einige Gegner gehabt. Wo ist sie denn? Hertha, die Hasserfüllte. Einem Drauger wie diesem bin ich noch nie zuvor begegnet. Die Kreatur kämpft, als würde sie von unendlichem Hass angetrieben. Sie ist aus einem Spalt in der Erde aufgestiegen, der sich schloss, nachdem wir das Monster besiegt hatten. Hatten wir das nicht schon mal gelesen? Egal. Wenn wir auf weitere dieser Löcher stoßen, müssen wir sie schließen und alle Kreaturen vernichten, die aus ihnen emporsteigen. Mimir hat sie als eine ehemalige Herrscherin namens Hertha identifiziert. Mir ist egal, über wen sie herrschte. Ich werde sie zurück in den Boden befördern. Und genau das haben wir getan. Und jetzt schnappe ich mir das ganze Zeug hier und ich hoffe, dass wir irgendwas Geiles bekommen haben. Hacksilber, 10.000, ist mir egal. Sag mir, dass wir was Geiles bekommen haben. Nice. Chaosflamme haben wir bekommen. Das ist natürlich... Das ist huge. Das ist big. Freunde, das ist richtig groß. Haben wir hier... ein Laden haben wir hier. Oh ja. Da würde ich gerne hin. Let's go to the Laden. Und dann haben wir nur noch eine Sache, die wir hier erledigen müssen. Und das ist so ein... Das ist so ein Riss. Ein Riss in der Landschaft. Den schnappen wir uns noch. So, meine gute Lunda. Lass mich einen Blick auf die Klingen werfen. Ich glaube, ich kann sie verbessern. Ich weiß. So, pass mal auf. Chaosflamme. Es Level wird heißer 8. Hier. So, wir brauchen nur noch eine Chaosflamme. Ich gehe mal davon aus, dass wir die bekommen. Immer wieder gern. In Muspelheim. In Muspelheim werden wir die bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das letzte, was wir machen, ist das hier. Und da werden wir wahrscheinlich auch zu Fuß hinkommen. So. Und dann haben wir hier auch alles erledigt. Guck mal, es gibt... Nein, das...
Krieg ich's wieder hin? Natürlich krieg ich's hin. Brenner, was? Wer? What the fuck? Brenner, was? Okay. Bist du in Ordnung, Kratos? Na klar. Hör mal hier, Brenner, guck mal, was ich hier mache. Du brennst, Kratos! Na klar, ich brenne die ganze Zeit. Boah, der hat aber... Der hat aber viel HP, oder? Kann das sein? Achtung, hinter dir! Autsch, wo kommst du denn her? Ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Was? Was redest du? Okay, okay, ganz ruhig. Alles wird gut. Wie wär's hiermit? Rechte Seite, Bruder! Ja, ja, rechte Seite, Alter. Okay. Noch einer mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe nicht mehr so viel. So weit kommt er gar nicht. Wie wär's hiermit? Und damit? Darauf habe ich nämlich gewartet. Jawohl, das geht. Der Brenner. Überall tummeln sich diese Trolle noch. Das war sehr erfolgreich. Das gefällt mir sehr gut. Axilber, Verbundleder, perfekt. So ein bisschen Zeug haben wir bekommen. Aber nichts Einzigartiges, wie es aussieht. Schade. So, die nehmen wir mit. Die brauchen wir. Denn wir haben eigentlich einen ganz anderen Kampf vor uns gehabt. Stattdessen lege ich mich mit irgendwelchen Trollen an. Sind nicht natürlich. Was? Sie sind etwas seltsam. Was sollen wir deshalb unternehmen? Wir könnten nachts wiederkommen. Die Abendluft verändert oft die Dinge. Wir könnten nachts wiederkommen. Ich erinnere mich, ja. Hier war immer so ein Wirbelwind. Freya. Oh, das machen wir. Aber erstmal will ich in eine Pflanze laufen, die mich umbringt. Scheiße. So. Also nachts wiederkommen. Ja, ja, ja. Das machen wir. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich hoffe sehr, ich vergesse es nicht. Hau ab, Vogel! So, ich muss... Ja, mit dem Boot hier rüber. Ja, da hinten ist es. Ich sehe schon. Ich kann es schon riechen. Bei Nacht wiederkommen. Ja, 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 ja. Sollten wir tun, sollten wir machen. Ich glaube, hier kamen zwei Gegner raus, oder? Meine ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Na, dann kommt mal her. Freunde Nacht. Ja, ich lasse dich gar nicht erst rauskommen hier. Oh, so einer ist das. Okay. Okay, wow. Ja, das war den Dicken. Was? Der schmeißt den Stein einfach ins Wasser. Ich fass ja nicht. Ja, 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 danke. Da kriegen wir das hin. Hinter dir. Danke. Okay. Von rechts.
Tschüss! Okay, das war einer. Ah, ekelhaft. Freya, machst du das? Danke. Na, das läuft doch klasse. Ich weiß nicht, wie viele Risse es noch gibt, aber ich glaube nicht mehr so viele, wenn es überhaupt noch Risse gibt. So, verschwindet ihr giftigen Dämpfe. Eigentlich haben wir jetzt 100%, oder? 99%. Welch? Berserker-Grabstein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hilfe! Hier ist noch ein Berserker. Aber ich mache das erstmal mit nachts. Mal gucken, was da passiert bei diesen Wirbelwinden, die man hier ab und zu sieht. Es würde mich schon interessieren. Das haben wir noch nicht versucht. Das haben wir tatsächlich noch nicht versucht. Nein. Ja, hier anlegen. Hello. Diese Wirbelwinde. Also einer war auf... Ach, guck mal, hier ist... Nee, das war keiner, oder? Auf jeden Fall ist einer hier um die Ecke, glaube ich. Irgendwo... Nein, hier ist keiner. So, das nehme ich mit. Das war sehr hilfreich. Da irgendwo müsste ein Wirbelwind sein, glaube ich. Oder ist jetzt nicht mehr da. Wir kommen bei Nacht wieder. Ich ende das gerade. Wir sind ja hier direkt bei so einem Altar. Altar. Alter, mach mal Nacht jetzt. Liebliche Töne geben wir von uns. Immer wieder geil. Immer wieder geil, muss ich sagen. Okay. Wo ist jetzt dieser Wirbelwind? Hier war noch einer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einer ist. Okay, da war jetzt kein Wirbelwind mehr. Ich frag mich gerade, warum. Oh. Och, nö. Oh. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Pflanzen. Es gibt nichts Schlimmeres. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist so. Bei Nacht wiederkommen. Aber wo ist denn jetzt hier so ein... Das verstehe ich nicht. Ein Wirbelwind. Okay, den kriegen wir locker weg. Oh, die kriegen wir sehr locker weg sogar. Tschüss. Oh, ich will hier gar nicht rein. Gut, so geht das. So geht's. Wir sehen überhaupt nicht gesund aus. Was? Gut gemacht. Okay, Moment. Das schnappe ich mir mal. Weil wir brauchen noch ein bisschen Rage. So, jetzt die Frage, was ist jetzt mit den Wirbelstürmen? Mann, da war doch gerade einer. Ist doch kacke. Vielleicht kommen die auch nicht immer. Weiß ich nicht. Die Dinger kommen komischerweise immer wieder, oder? Diese grünen Kristalle hier. Nicht immer, aber immer öfter. So, da hinten, den schnapp ich mir noch. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Berserker. Ich weiß nicht, was jetzt mit diesen Windstürmen hier ist. Vielleicht finden wir noch einen auf dem Weg. Hier müssen wir auf jeden Fall lang. Da, um zum... da drüben. Was? Was ist denn? Willst du mich verarschen? Die Kiste haben wir schon aufgemacht. Mann. Da drüben eine geöffnete Kiste, Kratos.
schließe sie und bekomme wieder ein Geschenk. Das würde ich mir wünschen. Stattdessen, schau mal, Kratos. Kannst du nicht gebrauchen. Ihr seht ja heute entzückend aus. Ja, klar. Lunda, wir brauchen dich. Was? Wobei? Wofür? Red mit ihr! Wofür? Hä? Ich dachte, ich krieg jetzt eine Info. Das ist ja wie Elden Ring hier. Du kriegst ja überhaupt gar keine Infos mehr, wo du hin musst, was du machen sollst. Wir sind falsch. Hier müssen wir lang. Boah. Wo ist eigentlich meine Axt? Ganz weit weg. Komm schon, Bruder. Hier helfen Pfeile. Ja. Und die habe ich halt nicht. Stirb! Nice. Und ein bisschen Rage haben wir auch bekommen. Klasse. Was ist das? Ach so, das ist von Freya. Okay. So, hier müssen wir also wieder runter. So machen wir das doch. Komm schon, komm schon. Und den auch noch. Nehmen wir den noch mit. So, und jetzt aber. Hier also lang, ja? Okay. Le Berserker ist hier in der Nähe. 100 Meter noch. Mit dem Boot müssen wir dahin. Okay. Haben wir eigentlich nicht wirklich gebraucht, aber ich möchte schon voll aufgeladen sein, wenn ich gegen den Kollegen antrete. Ich glaube, gegen den haben wir gegen den schon mal gekämpft. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Wir entfernen uns immer weiter, komischerweise. Wir fahren wahrscheinlich einen ziemlichen Umweg. Aber jetzt geht's. Jetzt geht's voran. Oh, Alter, was ist das für ein Licht gewesen gerade? Ich glaube, wir haben schon mal gegen den gekämpft. Kläglich versagt natürlich, aber ich habe ein gutes Gefühl. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Mit Freya zusammen, mit Mimir, mit unseren aufgewerteten Waffen. Ich sehe da keine Probleme. Hier ist er, ne? Ja. Hier ist auch direkt so ein Ding gewesen. Scheiße, hätte ich das mal gewusst. So, Kollege. Wer bist du? Was bist du? Und was willst du uns antun? Haklanga der Bärtige. Jeder Sager wird ewig leben. Tod den Feind von Lehre. Autsch. Aua. Das war dumm. Na, wobei, gar nicht mal so schlecht. Ich brech deine Knochen! Tust du nicht! Vielleicht doch! Ich schlag dich zum Nein, nein, nein! Aua! Oh. Was? Das ist für ein Radius, Mann! Ja, komm. Hau alles raus. Ja, komm. Mach mal was. Du willst weglaufen? Hier. Jetzt kommt der mit dem Angriff, wenn mein Rage-Modus gestoppt wird. Wie unfassbar unfair ist das denn? Das war mega unfair. Das war super unfair jetzt. Mein Rage-Modus wird beendet und er fängt an mit diesem unglaublichen Radius plötzlich, wo ich nicht mehr rauskomme. Oh, scheiß Kacker, ey. Den kriegen wir jetzt weg. Ich hau den weg. Haklanga, der Bärtige. Na klar, der Bärtige. Wo ist denn dein Bart? Ich sehe nichts. Das nennst du Bart? Ja.
Ich zerschmettere dich! Tust du nicht! Ich brech deinen Knochen! Wow, der hat gesessen. Ich brech dir den Knochen! Okay, endlich sind wir raus aus diesem Radius. Der ist ja katastrophal groß. Nice. Okay, das läuft gut. Einmal den hier bitte, damit er voll die volle Härte abbekommt. Bam. Alter, diese Weltverschiebung ist der Knaller. Und trotzdem trifft er mich. Alter, wie wir den vernichten gerade. Wenn die Berserker erledigt sind, was dann? Haklangr, der Bärtige. Er hat nicht mal einen Bart. Vielleicht besaß Haklangr, der Nichtbärtige, zu Lebzeiten eine furchteinflößende Gesichtsbehaarung. Ach so. Okay. Am toten Haklangr konnte ich nichts dergleichen feststellen. Wenn dort seine Stärke verborgen lag, hätte er dafür sorgen sollen, dass ihm sein Bart im Leben nach dem Tod erhalten geblieben wäre. Ich bedauere ihn. Haare sind vergänglich, wie wir alle. Geil. Dann bekommt der König, was er verdient hat. Das kennen wir schon. Rache wird dir keinen Frieden bringen. Ist es Rache, wenn es gerecht ist? Das musst du dir schon selbst beantworten. Chaosflamme, was? Schon wieder? Ich bin manchmal glücklich.